Wie immer beginnen wir das Starship-Update mit der Grafik von Brandon Lewis, die den Baufortschritt der Starship- und Super Heavy-Prototypen zeigt. Diese Woche hat SpaceX zuerst Booster 7 auf den orbitalen Teststand gestellt und einige Tage später das Schiff 24 draufgesetzt. Sowohl B7 als auch S24 haben vorher natürlich noch eine rigorose Testkampagne durchlaufen. Jessica Kirsch hat dieses Bild auf Twitter geteilt. Es zeigt eine Kolonne an Tanklastern, die darauf warten, ihre Ladung bei der orbitalen Tankfarm abzuliefern. Das lässt darauf schließen, dass wir in den nächsten Tagen und Wochen vermutlich Tests mit dem vollständig integrierten Starship-System sehen werden. Der nächstmögliche Termin ist der 17. Oktober. Für diesen Tag ist eine mögliche Straßensperre des Highway 4 auf der Seite von Cameron County angekündigt. Orbitalflug hin oder her. SpaceX gibt in Boca Chica Gas, lässt es bei der ehemaligen Schießanlage krachen und macht ernst in McGregor. Und das sind nur ihre Texas-Aktivitäten. B7 und S24 wurden inzwischen schon mehrmals zwischen Testgelände und Werkstraße hin und her geschoben. Unsere heutige Geschichte beginnt damit, dass SpaceX am 11. Oktober Booster 7 auf den orbitalen Teststand hebt. Dieser Booster hat bereits 4 statische Feuer, 8 Spin Primes und mehrere kryogene Tests hinter sich. Als der Booster auf dem Teststand war, installierten Mitarbeiter den fehlenden Raptor. Wenn mich nicht alles täuscht, müsste B7 damit alle seine 33 Triebwerke haben. Gleich am nächsten Tag hat SpaceX damit begonnen, S24 auf den Booster zu stapeln. Irgendwas scheint nicht ganz so funktioniert zu haben, wie es sollte, deswegen wurde das Schiff wieder angehoben und die betroffene Stelle getroubleshootet. Dann wurde das Schiff wieder auf den Booster gesetzt. Diese Operationen beobachtet SpaceX mit Hilfe von Dutzenden Kameras in den Armen, in den Versorgungsverbindungen, im Starttisch und drumherum. Und für das große Bild hat SpaceX laufend Drohnen in der Luft, die den Prozess beobachten. S24 hat auf dem suborbitalen Teststand auch schon 3 Kryotests, 8 Spin Primes und 2 statische Feuer absolviert. Die Baufortschritte beim Hitzeschild sind enorm. Es fallen immer weniger Hitzeschutzkacheln ab, wenn die Triebwerke feuern. Das gleiche gilt für den Fall, wenn das Schiff von den Turmarmen hochgehoben wird. Vor einem Jahr noch fielen Kacheln allein schon durch den Transport ab. Das sind gewaltige Fortschritte. In jedem Fall sind das atemberaubende Bilder, die uns NASA Spaceflight auf YouTube zur Verfügung stellt. Inzwischen scheint dieses Konzept mit dem gigantischen Turm und den Fangarmen nicht mehr in Frage gestellt zu werden. So verrückt es anfangs auch geklungen haben mag, so selbstverständlich arbeiten die SpaceX-Mitarbeiter nun mit diesem Konzept. Ich kann mir auch gar nicht vorstellen, wie es anders machbar wäre. Das ist vermutlich auch der Grund, warum ich YouTube-Videos mache und die dort Raketen bauen. Apropos YouTube-Video. Wenn du auch in Zukunft immer auf dem letzten Stand der Dinge in der Raumfahrt sein willst und mich unterstützen möchtest, dann abonniere gerne Mars-Chroniken mit Glocke. Wenn dir das nicht reicht, dann findest du in der Videobeschreibung unten weitere Infos, wie du mich unterstützen kannst, wenn du willst. Danke dir. Wann ein Orbitalflug tatsächlich stattfinden kann, kann ich nicht seriös sagen. Wenn dieser bevorsteht, dann wird uns Elon vermutlich auf Twitter darüber in Kenntnis setzen. Aber wie wir SpaceX kennen, kann das schnell gehen. Es stimmt schon, dass das vollständige System vermutlich noch nicht zu 100% orbital flugtauglich ist, so traue ich es ihnen doch zu starten, wenn eine Fluggenehmigung kommt. Solange die nicht da ist, muss man sich mit Simulationen und auf dem Boden helfen. Die Möglichkeiten hier sind beinahe endlos. Der Orbitalflug könnte einige Tage, aber auch einige Monate entfernt liegen. Wenn mit dem aktuellen Stapel auf dem orbitalen Teststand alles glatt läuft, dann sehe ich einen Orbitalflug noch dieses Jahr. Sollten sich bei den statischen Feuern oder anderen Tests Komplikationen ergeben, sind wir meiner Meinung nach schon schnell im nächsten Jahr. Ob dieses oder nächstes Jahr, ist auch schon egal. Denn wenn wir uns den Baufortschritt der Prototypen ansehen, dann wird schnell klar, dass SpaceX es ernst meint. S25 ist fertig gesteckt, hat seinen vollständigen Hitzeschild, die Steuerflächen und ist hier beim Testen der Ladebuchttür in der Mid-Bay zu sehen. Aus dieser kleinen Tür werden später im Orbit die Starlink V2 Satelliten hinausgedrückt. Dieser Mechanismus wird PETS Dispenser genannt. Ja. Genau diese PETS-Spender. Die Zeiten sind leider vorbei, wo wir jedes Ringsegment besprochen haben. Heute fassen wir die Prototypen S26 bis 29 kurz und knapp zusammen. Sie wurden bereits in Einzelteilen in der Werkstraße gesehen. Bevor wir zu den Boostern und nach McGregor kommen, möchte ich mir noch ganz schnell die Infrastruktur in Boca Chica ansehen. Wo man auch hinsieht, wird gebaut. Entweder an Prototypen oder an der Infrastruktur bzw. an den Anlagen. Was als erstes auffällt, ist die Fertigstellung der Star Factory.
Ob das Gebäude schon in Betrieb ist, kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Es sieht jedenfalls aus meiner Perspektive betriebsbereit aus. Es wird eine Frage der Zeit sein, bis sie beginnen, die großen Zelte umzusiedeln und dann abzubauen. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die Star Factory wird wie hier beim alten Hochschutz erweitert, indem man einfach dran baut, oder sie errichten ein anderes eigenständiges Gebäude. Vor dem alten Hochschutz sind nun Markierungen für Ringsegmentparkplätze angebracht. Denke, das soll ein wenig Ordnung reinbringen. Mir ist dann auch noch aufgefallen, dass zwischen der Werkstraße und der Raffinerie eine große Fläche planiert und für irgendetwas vorbereitet wird. Weißt du, wofür das ist? Schreib mir bitte in die Kommentare. Das ist jetzt der Ultra-Nerd in mir, aber schau dir mal an, wie elegant und schön die fertiggestellte orbitale Tankfarm aussieht. Dass B7 auf dem orbitalen Teststand steht, haben wir schon geklärt. B8 steht unweit davon, ebenfalls auf dem Testgelände. B9 ist in der Werkstraße und erhält hier auf diesen Bildern gerade seine Gridfins. B10, 11 und 12 sind in Form von Einzelteilen in der Werkstraße gesichtet worden. An dieser Stelle geht ein riesiger Dank an Whataboutit, RGV Aerial Photography und NASA Spaceflight und allen anderen für den konstanten Fluss an unglaublich atemberaubenden Bildern vor Ort. Ich bin übrigens draufgekommen, dass es auf der Highway 4 Google Street View gibt. Was heißt, dass ich von zu Hause aus einen Spaziergang vor Ort machen kann? Es ist nicht ganz aktuell, aber es ist doch ein tolles Erlebnis. Kann ich dir auch empfehlen, wenn du ein Starship-Fan bist. Bei der alten Schießanlage tut sich auch viel. Im Moment wird hauptsächlich der Boden vorbereitet. Ansonsten befinden sich noch zwei Testtanks, zwei Treibstofftanks, ein Zelt, ein paar alte Häuser und jede Menge weiteres Werkzeug und Baumaterial vor Ort. Da wird es auch bald rund gehen. Der Testtank wird mit gigantischen Sandsäcken von den Treibstofftanks getrennt. Sieht irgendwie provisorisch aus. Wir werden in den nächsten Wochen und Monaten sehen, wie sich die Lage hier entwickelt. Und jetzt nach McGregor, Texas. NASA Spaceflight hat dieses Video gepostet, wo sie vermuten, hier ein mögliches Mond-Starship-Triebwerk entdeckt zu haben. Die Vermutung liegt nahe, denn sowohl Merlin als auch Raptor erzeugen viel mehr Schub, als hier zu sehen ist. Es könnte sich hier aber auch um Super Dracos für die Dragon handeln. Man muss hier nur eins und eins zusammenzählen. Nachdem vor kurzem ein Prototyp ohne Hitzeschutzkacheln und Steuerflächen aufgetaucht ist, könnte man schon annehmen, dass die Triebwerksentwicklung dafür auch irgendwann starten müsste. Was denkst du, worum es sich hier handelt? Super Dracos oder Mond-Starship-Triebwerke? Damit wir einen besseren Vergleich haben, schauen wir uns noch an, wie es aussieht, wenn die anderen Triebwerke feuern. Hier ein Raptor 2 auf dem horizontalen Teststand. Das sind im Moment die mächtigsten Triebwerke, die hier getestet werden. Und es ist das Ganze auf einem vertikalen Teststand. Ich könnte mir den ganzen Tag solche Triebwerkstests ansehen. Hier in McGregor werden täglich mehrere Triebwerke getestet. SpaceX hat nämlich im Moment eine große Flotte an Vehikeln, die alle Triebwerke brauchen. Und diese Triebwerke müssen gebaut, getestet, gewartet und installiert werden. Ja, auch die Merlin-Triebwerke für die Falcon 9 werden hier getestet. Auf diesen Bildern ist ein Test eines Seehöhen-Merlins zu sehen. Da die Merlin-Triebwerke Kerosin und Sauerstoff verbrennen, sind ihre Abgase wesentlich dünkler und schadstoffhaltiger als die Abgase der Raptor-Triebwerke. Denn letztere verbrennen Methan mit Sauerstoff. Die Chemiker unter euch wissen, was ich meine. Das wirst du jetzt vermutlich auch wissen, aber hier in McGregor werden auch die Falcon 9 Booster und Oberstufen getestet. Hier zum Beispiel das 6 Minuten lange Testfeuer der Falcon 9 Oberstufe. Das schauen wir uns jetzt aber nicht ganz an. Wenn du es ganz sehen willst, dann schau zu NASA Spaceflight nach diesem Video. Während ich dir diese Bilder zeige, wo ein Raptor 2 Testfeuer einen gigantischen Regenbogen erzeugt, möchte ich noch etwas Ernstes loswerden. Nach der heutigen Ausgabe sollte inzwischen klar sein, dass der Entwicklungsapparat hinter Starship so gigantisch ist, dass es kein Zurück mehr gibt. Außerdem ist die Profitabilität von Starlink vom Ergebnis des Starship-Programms abhängig. Was im Moment Kohle in die Kassen spült, ist die Falcon 9. Alles andere verschluckt im aktuellen Zustand Geld. Der Druck auf das Starship-Entwicklungsteam ist enorm. Jetzt mehr denn je. Denn inzwischen ist Starship so viel mehr als einfach nur eine weitere Rakete. Wenn du jetzt noch wissen willst, was sich in Florida tut, dann kann ich dir mein letztes Starship-Update empfehlen. Das findest du hier. Da schauen wir auch, was mit dem SLS los ist. Mein Name ist Sirwan. Danke fürs Einschalten. Peras Pera. Ad Astra.